Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Hero Zero. Weiter geht's. Ich bin in 316. Neuen Pet, Brutus habe ich wieder irgendwer geschenkt bekommen. Kann im Shop gewesen sein, keine Ahnung. Wieder mal ein Brutus. Ja, wir haben schon genug davon. Ich weiß. Wie Alphas, Alpha ohne Ende. Brutus, glaube ich, aber auch, ne? Haben wir noch ein paar? Ne, keine mehr. Ach, Moment. Da, ein Brutus ist dann auch noch, aber später, alles später. Ich habe genug Pets zum Leveln, mehr als genug. Das ist wieder mal diese Woche, die Löwennot, ne, immer noch. Für heute habe ich schon gefunden, wir selber gefunden. Das war, machen wir gleich, ne, habe ich per Zufall selber gefunden. War heute Morgen, ganz früh morgens, 5 Uhr oder was. Im Forum stand dann nichts mehr. Ach komm, guck's mal selber rein, ne? Hab ich eine Nachricht gefunden, war glaube ich hier bei Ausstattung. Genau, hier oben war er gewesen. Da glaube ich war er gewesen. Bei Ausstattungen. Da habe ich ihn gefunden. Für heute, ne? Nur für heute. Oh, was ist denn hier los? Ich habe jetzt mittlerweile alle Werte über 9000. Hab's auch wieder einen Erfolg für. Auch da geht's voran. Ja, ich habe natürlich wieder Energie verbraucht, wie ihr seht, ne? Schon noch fast 300 Energie verballert heute. War ich auch noch voll, klar, kein Thema. Diese Woche sind ja Motivationseinheiten. Das heißt Workout. Trainiert, was die Arme und Beine hergeben. Alles machen, alles tun, ist diese Woche. Habe ich auch schon gemacht, einiges. 7 Mal schon, wie ihr seht. Jetzt mal bei 11, dann machen wir auch noch ein bisschen. Machen wir bis 20 voll und fertig. Machen wir kurz die paar Duelle. Hab ich mittlerweile auch jetzt schon über 70.000 Ehre. Also es geht langsam voran. Ganz langsam, aber stetig. So, noch ein paar Duelle machen. Natürlich habe ich das Set immer noch, ne, weil ich habe dann nichts Besseres bekommen im Moment. Warum auch? Ne? Also so schlecht sieht es ja auch nicht aus. Sagen wir mal so. So schlecht ist es auch nicht. So, komm, mach an. Ein noch. Dann ich bei 18, ich finde nur noch 2. Ja, dann habe ich wieder erstmal wieder. Alles klar. Was ist da los? Okay. So, ich habe die nächste Aufgabe. Ich habe die 750, glaube ich, war das Zeitmission fertig. Und wie gesagt, auch durch das durch die HeroCon Zeitmission. Ich habe mich am Ende übrigens auf Platz 3. Er hat mich noch 2 überholt, aber egal. Ich kam irgendwie auf 2500 Saisonpunkte, glaube ich. Irgendwie sowas habe ich da geschafft. Irgendwie sowas, 2500 irgendwie. Also war schon eine Menge. Sehr, sehr viel. Dann muss ich ja Sondereinsatz alles unter Wasser abschließen. Das heißt, Sondereinsatz, ja, muss ich machen. Bin schon wieder bei 8. Wir fehlen noch 2. Aber natürlich ein bisschen Glückssache dabei, ja, gescheitert. Aber man kann ja mit Batterien, habe ich wieder voll, sehr schön. Kann ich nicht mehr, heute schon nur noch mal, egal. Eine Stunde warten, oder es hat 2 Donuts, ne, will ich aber nicht machen. Stunde warten, mal versuchen. Muss ich morgen dann versuchen, dass ich morgen vielleicht dann abschließe. Mal gucken. Wieder seit neue HeroCon. Diesmal sind es, wie gesagt, die, mein Gott, Trainingseinheiten, Motivationseinheiten. Ich habe auch wieder Punkte für. Ich habe übrigens so eine Box hier bekommen. Heldenbox des intergalaktischen Beschützers. Habe natürlich bekommen gehabt, ne? Klar. Weil das ist Platz 3. Ich kann noch kurz sagen, was ich bekommen habe. Das braucht man nicht. Was ist da? Kann alles weg. Hau mal weg den Mist. Weg. Warum habe ich das noch aufgehoben? Wäre besser Waffe. 333 ist schon gut. Also unter, sag mal, 350 würde sich auf alle Fälle lohnen. Wenn man da episches Modifikation reinbekommen würde. Wäre da das Teil, ist egal welches, dann jeweils ungefähr besser, was man aktuell hat. Dann würde es auch lohnen. Wir zeigen uns schon an ab 500, aber sind ja nur 3-4 Punkte besser. Das ist also Blödsinn, ne?
Ich würde also erst bei unter 100, 350 ungefähr, müsste dann die Sachen wechseln, aber auch, weil hier ein normales episches ist, kein Set-Gegenstand, ne? Sich die Frage, ob das dann wirklich so viel besser ist als das, wegen dem Set-Bonus von 7% Grips. Dann ist das dann die Sache, Schaden 791, 896. Okay, machen die 105 Schaden mehr? Ja, okay, aber nee, wenn er so sind, nur Set. Deswegen kann jetzt weg. So, intergalaktischen Beschützer. Das war dieser Gürtel hier. Den habe ich dann bekommen. Gürtel minus 437, also mehr sagt mir das gar nicht, ne? Muss so sein, wenn auch dann komplette Sets zusammen haben. Und jetzt übrigens unten galaktische Power. Was das bedeuten soll, keine Ahnung. Ob der höhere Wert hat als normal hat. Müsste ich mal nachschauen, habe ich noch nicht gemacht. Was das bedeutet, ob es einfach nur so ist, wegen Set, kann natürlich sein, ne? Weil sonst ist nämlich nichts dabei. Gar nicht. Also auch da, der ist auch grünes Leuchten. Ach, das ist schon erledigt. Grünes Leuchten, ja, das mich auch. Unten steht eine freie Modifikationsplatte, darunter grünes Leuchten. Okay, können wir mal gucken. Ist sie auch bei? Ne, ist nämlich nicht. Da auch nicht. Auf den Gürtel nämlich auch nicht. Ist der Gürtel, ne, Anzug. Gürtel ist, der ist das, genau. Komischerweise nicht dabei. Vielleicht nur Deko halt, dass er vielleicht besonders aussieht. Kann natürlich auch sein, ne? Da habe ich, wie gesagt, noch nie darauf geachtet, jetzt per Zufall gesehen gehabt. Alles gut. So, Helmbestecken sind wir auch fleißig dabei. Wir bauen die wieder vor allem die Minen. Die Minen, glaube ich, war jetzt fertig gewesen. Eine Stufe höher. Jetzt auf 17. Auch nicht wirklich hoch, aber es läuft. Es läuft. Generatoren brauchen noch ein bisschen. 18, 18, 18. Ja, genau. Da brauche ich, natürlich besser, 28.000 Superkleber, 436.000 Zeonit. Ja, vielleicht darauf sparen. Also ich brauche natürlich eine Zeonit, habe ich ja. Und 1,6 Millionen, aber Superkleber. Ja, aber bis die Mine fertig ist, dann vielleicht ein bisschen schneller, dass ich dann wieder mal Generatoren aufleveln kann. Natürlich gut, aber nach fast einem Tag, diese Superklebermine, dann ist die auch endlich durch. Ansonsten bis dahin, habe ich natürlich auch wieder einen Fähigkeitspunkt. Hier, wieder die Grundfähigkeiten wieder erhöht. War nicht so teuer gewesen. Und die Anzahl der Attributspunkte auf neuen Gegenständen ist auch dann neu, auch höher. Das nebenbei machen, wenn nicht verkehrt, ne? Aber natürlich nur, wenn man auch wirklich auch da die Ressourcen für über hat. Ansonsten sowieso erstmal, na, will ich immer erstmal, mein Gott, die Minen machen und plus Generatoren. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man erstmal, Generatoren hat man verhältnismäßig schnell gemacht, aber die Minen vor allem, die brauchen eine Ewigkeiten, vor allem Ausbau, 3, 4 Tage, fast 5 Tage, jetzt schon so eine Mine auf 19, beziehungsweise 20, dauert schon ungefähr 5 Tage. Da kommen noch 30 Stufen. Ja. Aber egal. Egal. So, hier habe ich auch noch, habe ich auch schon einiges gemacht. Nehmen wir hier einen Dreier. Dreier ist gut. Genau, der Mondlicht läuft noch 5 Stunden. Ich bin jetzt bei fast 800. Die 4 Punkte kriege ich, glaube ich, nicht mehr zusammen. Glaube ich nicht. Auch nicht versuchen würde, aber immerhin fast 800 Punkte. Da kommt nur noch sowas wie Energie, Superkleber und sowas. Ne? Okay, Fähigkeitspunkte wären natürlich noch gut gewesen. XP, naja. Oder hier Energie, klar, ne? Oder da Fähigkeitspunkte, aber geht so bis 1000. Also ich schon. Ich bin sehr zufrieden. Fast 800 Punkte. Ich habe mich jetzt nicht darauf angelegt, so viele zu machen, aber ich habe es geschafft. Wichtig natürlich ist halt, ne, wie immer. Oh, ihr wusstet denn. Haha. Das ist er doch. Hier, Begleiter. Jeweils der Begleiter. Das ist natürlich das, was man erreichen sollte, wenn man sich den Pass holt. Ne? Es wird aber wohl auch morgen wahrscheinlich wieder einen neuen Pass geben. Neues Set. Mal gucken. Mal gucken. Egal. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich muss noch gucken, dass ich jetzt hier Sonne einsetze, so schnell wie möglich fertig bekomme. Nur noch zweimal gewinnen. Ja, nur noch, ne? Erstmal schaffen. Ich habe jetzt alles über 9.000. Immerhin. Hab ich, glaube ich, schon gemacht mit dem Kugel, oder? Habe ich schon gemacht? Ah, nee, auch noch nicht gemacht. Oh. Habe ich auch fast durch. Nicht mehr allzu lange, dann brauche ich es auch nicht mehr machen. Dann habe ich ja den Erfolg, also beide Erfolge.
Und noch ein paar Tage. Wie lange war der eigentlich? Das müsste nicht mehr allzu lange dauern. Shop, da ist Shop. Dreimal Gegenstände waschen und 16 Mal Gegenstände umnähen. Also, ja, zur nächsten Folge habe ich eine Wäsche schon mal fertig. Können wir vielleicht zusammen machen. Wenn ich nicht wieder vergesse, können wir es ja mit der Gegenstände waschen ja zusammen machen. Aber Gegenstände umnähen, 16 Tage, 2 Wochen, das sind halt 2 Wochen. Das ist jetzt auch durch die Beine Folge, ne? Gar kein Thema. Insgesamt Angebote, wie soll man denn erholen? Ja, 170.000. Ja, wenn man das in Tage umrechnet, ne? Nein, danke. Ja, ich versuche natürlich so viele Erfolge zu holen, wie geht. Mal gucken, mal sehen. Ja, machen wir das. Einmal kann ich noch. Danach kann man noch für Donuts, aber auch nur, ich glaube, zweimal holen. Also nochmal 50 Energie oben drauf. Das war's dann. Mehr kann man pro Tag nicht holen. Mehr geht nicht. Einmal hier die 120 plus 4 mal 50 war, glaube ich, immer, ne? Das wären dann 320 plus 5, also 370 Energie. Könnte man pro Tag maximal. Also könnte ich, also 350 wäre normal, wäre, ne, durch Erfolg und Gilde auch, Team auch, ne, 120. Also 370, also 350 kann man immer, könnte man theoretisch jeden Tag holen. Auch wenn man neu beginnt. Kann man machen, wenn man möchte, ne? Wenn man natürlich die Zeit hat, dann 350 Energie, sind schon fast 6 Stunden. Das jeden Tag? Naja, egal. Okay, wir sagen, sehen wir uns auf alle Fälle in der nächsten Folge von Hero Zero. Dann geht's weiter. Bis dahin, schön mit Öl.